Sehr smart, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge gelernt, Woche 47 ist im Gang, ist unterwegs mit Tiger 1892 von Clan 1 DBS im M6A2E1 oder kurz im Alien, einem der hässlichsten Panzer, die wir hier haben können. Premium Panzer, schweres Kaliber oder schwerer Panzer der US-Amerikaner. Wir sind auf Stufe 8 unterwegs, reine Stufe 8. Auf Paris. So. Was haben wir für eine Kanone drauf? Eine 105er, glaube ich, mir als durch. Genau. 320 Schaden bei 204 Durchschlag. 245 Durchschlag bei 23 Schaden auf Premium-Munition und auf HI gibt es 420er Schellen bei 53 Durchschlag. Turm ist sehr gut gepanzert. Der hält einiges ab. Ich habe den Panzer oder das Replay genommen, weil das Fahrzeug sehr, sehr selten auf dem Schlachtfeld vorkommt. Schauen wir uns mal an, was der liebe Tiger hier auf die Reihe bekommt. Ich habe schon das ein oder andere Video von ihm bekommen. Waren immer recht gute Runden dabei. Und ich gehe davon aus, dass es hier jetzt ähnlich sein wird. Wir gucken uns das Video wie immer zuerst zusammen an. Ich habe mir vorher nichts angeschaut. Kein Spoiler. So, wie gesagt, frontal ist er recht gut gepanzert. Untere Wanne, wie bei fast allen Panzern, Schwachstelle. Turm ist recht vernünftig gepanzert. Zwischen Turm und Wanne sieht man es da, ist relativ viel Platz. Da könnte man unter anderem den Drehmechanismus vom Turm zerschießen. Und ja. 204 Durchschlag ist nicht die Welt. Aber das soll egal sein, wenn wir so nach unten angewinkelt fahren. Der Panzer deutlich schwerer. Okay, wenn wir so ein Angebot natürlich bekommen, nehmen wir das wahnsinnig gerne an. Zwei Schellen haben wir bereits ausgeteilt. Die obere Wanne kein Problem. Schaffen wir ganz locker durch. Es gibt keine Artillerie. Und der Gegner fährt hier wirklich einen absoluten Käse zusammen. Lässt sich hier einen nach der anderen einschenken. Steht schon 4 zu 1, 1349 Schaden haben wir gemacht. Kriegen die Seite vom Turm zu sehen. Alter, so viel Glück möchte ich auch mal haben. Was ist das denn für ein beschissenes Gegnerteam? Das gibt's ja nicht. Wahnsinn. Ob das eine gute Idee war, bin ich mir nicht sicher. Aber wir geben zumindest im Oho einen mit. Der IS-6 links reagiert überhaupt nicht. Das wird er jetzt mit dem Leben bezahlen, denke ich mal. Okay. Anwinkeln vielleicht? Könnte sich lohnen. Hey, FCM 50T, keine Ahnung, warum der da oben auf die Art und Weise steht. Da kommen wir durch. 5 zu 2 steht, 2611 Schaden ausgeteilt, noch kein Kill aktuell. Bleiben hängen, ISO 152. Wahnsinn, was die Panzerung aushält. Schade, dass man die so selten sieht, weil es wirklich lustig ist, dem zuzuschauen. Das muss dann beim Spielen wahrscheinlich ähnlich sein. Viel mehr als Kette ziehen war da nicht, wenn die überhaupt funktioniert hat. Also steht 6 zu 3. Wir haben hier im Heavy-Sektor die Hoheit. Kette gezogen. Bedeutet extra Unterstützungsschaden. ISO 152 raus. Das bedeutet für uns unser erster Kill 2943 Schaden haben wir gemacht, 1890 Schaden haben wir geblockt. Vorsicht, Tiger 2 Frack, Jagdpanzer Frack. So, Kanonenjagdpanzer ist auf der rechten Seite. Ich denke, er dürfte sich zurückgezogen haben. Da hinten steht er. Gibt's keinen Schuss drauf.
für mich eine hässliche Kiste. Aber ein schönes 50-Gang-Gehen drauf für einen. Nützt natürlich nichts, ne? Wenn du im Gefecht bist. Ich glaube, das ist auch nicht dafür gedacht. Das erst im Gefecht drauf zu montieren. 10 zu 4. Ah, schade, es hat leider nicht funktioniert. Soll uns aber egal sein. Skorpion G könnte uns gleich eine einschenken von der Seite. Wenn er gut ist. Ist er aber nicht. Ne, zieht sich komplett zurück. Das heißt, wir können den Kanonenjagdpanzer da ein bisschen jagen. Geben ihm hier noch eine mit. 3594 Schaden. Gar nicht mal so übel. Zweite TD ist noch am Leben. Kriegen wir da noch einen Schuss drauf? Na. Also es ist wirklich eine seltene Kiste. Ich finde es total schade. Wie gesagt. Und da ist Ende. 3594 Schaden ausgeteilt. 1860 Schaden geblockt und 876 Schaden haben wir aufgeklärt. Schauen wir uns mal die Auswertung an. Victory, leider nur ein Zweier. Mehr gibt es dafür nicht, okay. Wir haben ordentlich Kohle eingenommen. So, 1121 Basis-XP sind nur für einen Zweier, okay. Finde ich ein bisschen schade. Seltener Panzer auf Paris, ja, genau. Besten Dank. 16 Schüsse abgefeuert, alle haben getroffen, nur 12 haben unterschlagen. 1,5 Kilometer sind wir gefahren in 5,5 Minuten. Wir nehmen 129.000 ein, die am Ende netto übrig bleiben. Richtig geiler Wert. Sollte man öfter fahren mit der Kiste. Jo, flotte kleine Runde. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Draufklicken, Like da lassen, Abo für meinen Kanal natürlich. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.